bon après-midi, monsieur, dame, il faut cuisiner. Ich lese nicht das. Später irgendwie. Sondern der junge Koch, die junge Köchin, ein Buch ganz ohne Serifenschrift oder Serifenlettern. Den Inhalt finde ich manchmal ziemlich fragwürdig. Es ist das Berufsschulbuch für Köche. Deshalb wird es vorgelesen. So. In Teil Einführung bin ich angekommen im Kapitel Umweltverbraucherschutz bei 2 Verbraucherschutz 2.1 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch LFGB Food and Feed Article Law Le Loi sur la protection des produits alimentaires. Das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch ist die rechtliche Grundlage im Umgang mit Lebensmitteln. Zweck des Gesetzes ist zum einen Schutz vor Gesundheitsschädigungen, zum anderen Schutz vor Täuschungen. Ich fange an mit Schutz vor Gesundheitsschädigungen. Beschluss 1, Klammern 1, 1 bei Lebensmitteln, den Schutz der Verbraucher durch Vorbeugung gegen eine Gefahr oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit sicherzustellen. Kann ich nichts mit anfangen. Beschluss 5, Verbote zum Schutz der Gesundheit. Es ist verboten, Lebensmittel für andere derart herzustellen oder zu behandeln, dass ihr Verzehr gesundheitsschädlich ist. Zweitens, Stoffe, die keine Lebensmittel sind und deren Verzehr gesundheitsschädlich ist, in den Verkehr zu bringen. Das verstehe ich schon eher. Und dann Schutz vor Täuschungen. Beschluss 1, in Klammern 1, 2, vor Täuschungen beim Verkehr mit Lebensmitteln, Pünktchen, Pünktchen, zu schützen. Das mit den Pünktchen habe ich schon nicht verstanden. Dann gibt es hier Beschluss 11, Vorschriften zum Schutz vor Täuschung. Es ist verboten, Lebensmittel unter irreführender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen oder für Lebensmittel allgemein oder im Einzelfall mit irreführenden Darstellungen oder sonstigen Aussagen zu werben. Während das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch LFGB das Grundsätzliche regelt, bestimmen weitere Vorschriften die Einzelheiten, Beispiele Gesetze, Milchgesetz, Fleischbeschaugesetz, Verordnung, Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse, Richtlinien für feine Backwaren und für Backmittel. Leitsätze und Richtlinien. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge da richtig ist. Wie gesagt, ich habe mit dem Buch so meine Probleme. Es geht weiter mit 2.2, Kennzeichnung von Lebensmitteln. Und mit diesem Abschnitt konnte ich gar nichts anfangen. Tschüss, bin ich zu doof für.